Eisenmann alle 12 mit ein bisschen Konflikt-Nonsens. War schon voll in der Action, letztes Wort geht ab. Und hier kriege ich keine Punkte, weil ich Depp bei 96% aus der Zone rausgehe. So macht man das nicht. Schöne Granate, jetzt aber hin. Der erste bleibt sogar stehen, sehr gut. Der andere ist da hinten, sehr gut. Da ist noch einer, warum stirbt er nicht? Nein, er portet sich mit Shotgun zu uns. Ah! Gott sei Dank. Warum ist der nicht tot? Granate hinterher. Immer noch nicht tot. Was ist da los? Dann gehen wir wohl in die volle Action. Klingentänzer. Juhu! Bleib stehen. Danke. Da hinten sind noch welche. Nein, zu früh geportet. Nein, ich kann nicht mehr springen. Ah, ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen. Ah! Jetzt sind natürlich drei Leute. Und vorbei. Und tschüss. Danke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So generiert man Assists. Immer schön die Gegner anschießen, wenn der Klingentänzer abgeht. So generiert man Sniper-Headshots, immer schön auf den Kopf schießen. Bleib stehen, komm zurück. Wo ist er? Granate hin. Komm. Jawohl. Noch ein, ja, schön. Nochmal Klingentänzer. So, diesmal machen wir das aber richtig. Da einen in der Luft. Nice. Und jetzt können wir auch springen. Und da haben wir den dritten. Hervorragend. Da ist auch noch einer. Aus der Hüfte, ganz easy, 8 Schuss und er stirbt nicht. Aber wir haben noch ein Messer, von daher. Das war sehr scheiße. Get wrecked, schön im Sprung daneben geschossen. Und dann schießt er eine Millisekunde, bevor wir schießen können. Aber hier nochmal schön Sniper-Headshots. Redet Rache for the win. Nein, wieso schieße ich daneben? Komm her. Na, dann nehmen wir halt den da unten. Ah, rechts kommt einer. Woran ging letztes Wort? Ja, oh, gerade so noch. Nochmal Assist generieren. Hervorragend. Was macht der da für eine Nova-Bombe? Tötet sich selber, schießt uns die schwere Munition weg. Aber wir haben es zum Glück mal überlebt. Nix mit Weltraumzauber. Warum ist der nicht tot? Kann mir das jemand erklären? 10 Schuss auf den Kopf, aber er tötet uns natürlich. Richtig nice. Er versucht uns zu schlagen. Wir haben einen Klingentänzer, wird nicht geschlagen. Aber er schafft es wieder mit der Chaos-Faust. Wer hätte es gedacht? Noch ein schöner Headshot. Und zwar gegen den, der die Chaos-Faust gemacht hat. So muss das sein. Hier haben wir ein bisschen Konflikt-Footage. Das längste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Warum stirbt der nicht? Hallo. Wohin schießt der überhaupt? Den anderen wahrscheinlich. Umso besser. Er fliegt weg. Bleib stehen. Da, Mann. Der arme Kran kriegt unsere Granate ab. Aber wo der arme Kran, der hier versucht zu entkommen, springt aber leider ins Loch. Naja. Dafür haben wir jetzt die schwere Munition. Da kommt aber einer. Ah, da kommt einer, da kommt einer. Ah, Shotgun. Ah, und jetzt nutzen wir die schwere Munition. Sind zwei Leute angefleckt. Die Rakete trifft uns nicht. Hervorragend. Da ist noch einer. Da hinten kommt auch noch einer. Ja, lauft's mir alle rein. So ist das schön. Und Nummer 5. Und dann sind wir leider gestorben. Golden Gun. Kriegst man so aus. Immer schön links, rechts porten. Und dann haben wir ihn. Da kommt noch ein Titan. Den haben wir auch noch. Da hinten ist noch einer. Bleib stehen. Jawohl. Sehr, sehr schön. Schaut sich an. Schön über ihn geportet und dann von oben links, rechts, Mitte dorthin geportet und dann kann nichts machen. Und dann ist er tot. Halt nehmen wir auch noch mit und dann den Warlord noch. Schick, schick. Da springt noch einer ins Loch. Und der Kran kriegt schon wieder die volle Breitseite ab. Dafür Klingentanzen wir aber nochmal. Ha, Weltraumentzauberung. Das war aber nix. Mal noch einen. Und da wieder Nummer 3. Und da unten ist auch noch einer. Wo ist der? Muss er da irgendwo sein. Das läuft da unter uns lang. Bemerkt es gar nicht. Jetzt müsst ihr es gleich mal sehen. Ah, da haben wir ihn. Da hinten versucht einer mit der Dorn zu snipen. Das kannst du dir mal sparen.
Mega-Action. Noch ein, jawohl. So, du bleibst stehen. Warum treffe ich den nicht? Was ist hier los? Ich hänge in der Wand. Aber er kommt zurück. Sehr freundlich von ihm. Sorry. 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 Und dann haben wir 37 Kills und haben das Spiel verloren. Das war einmal Konflikt-Gameplay. Wie kann man mit 37 Kills das Spiel verlieren? Ja, das frage ich mich auch. Bis dahin. Ciao, ciao.